Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Sie können es kaum glauben, aber egal, wo ich mich da irgendwo zu Besuch bin, bei Freunden, Bekannten, Verwandten und, überall steht diese Mikrowelle noch immer in der Küche. Ich kann es kaum glauben. Und ich habe schon Sendungen über das Thema gemacht und immer, was ich höre, ist, es ist alles andere als gesundheitsförderlich. Und um Ihnen das einfach nochmals deutlich zeigen zu dürfen, was da für Gefahren drin sind in der Mikrowelle, habe ich den Umweltmediziner Dr. Medjoachim Mutter gebeten, mit mir nochmals über das Thema Mikrowelle zu sprechen. Und er ist heute auch zugeschaltet. Lieber Joachim, ganz herzliche Grüße. Danke, dass du da bist. Und wir über diese, man glaubt es fast nicht, wir müssen heute noch über die Mikrowelle reden. Ja, wenn wir jetzt in Russland wären, wäre das kein Thema. Die Russen haben ja, was die Leckstrahlung betrifft, über 20.000-fach geringere Leckstrahlung schon in den 80er Jahren gehabt. Und diese Form von Mikrowellengeräten sind komplett verboten. Und unter anderem ist jetzt auch für Kinder und Schulen und so weiter ist Funkstrahlung sozusagen verboten. Also keine Tablet-PCs, keine Smartphones in Russland. Da scheint die Regierung dort, die ja auch zu kritisieren ist, nicht unbedingt eigentlich etwas freundlicher mit der Bevölkerung umzugehen, was die Gesundheit betrifft, wie jetzt bei uns. Was die Mikrowelle betrifft, da gab es ja in der Schweiz, in der Universität Lausanne, ich glaube in den 80er Jahren, ein Dr. Planck und ein zweiter Forscher, die haben damals Ratten oder Tiere gefüttert, die zu 50% erhitzte Nahrung bekommen haben und zu 50% rohe Nahrung. Und eine Gruppe hatte wurde eben 50% der Nahrung, die gekocht wurde, über Mikrowellenherde gekocht und die andere Gruppe eben ganz normal mit dem Herz gekocht. Und die haben dann hinterher geguckt, was im Blut passiert oder was mit den Organen, mit den Viechern passiert und haben festgestellt, dass es da Immunstörungen gegeben hat, also leukämieartige Veränderungen im Blut und dass es den Tieren, auch wenn sie nur 50% der Nahrung praktisch durch Mikrowelle gekocht war, das nicht gut getan hat. So dass eigentlich das schon gereicht hätte, um die Mikrowelle als Herd zu verbieten. Es wurde aber trotzdem verkauft. Und die Wissenschaftler von Lausanne, die wurden angeklagt. Sie wären geschäftsschädigend gewesen. Das ist das Blöde, also wie wir die anderen Themen vorher auch. Die Leute, wo früh die Wahrheit sagen, die werden von allen Seiten beschossen. Und in dem Fall sogar wird man beschossen, weil man ja geschäftsschädigend ist für die Industrie, weil die verkaufen dann weniger mal Mikrowellenherde. Auch mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und, das heißt, das ist noch nicht verifiziert durch und in allen Menschköpfen drin, dass hier mit dieser Mikrowelle etwas verändert wird an den Lebensmitteln, das die Gesundheit beeinträchtigen kann. Das ist noch nicht durch. Ja, wissenschaftlich. Wie gesagt, der Dr. Planck ist ja angeklagt worden, soweit ich weiß, sogar vom Schweizer Gericht. Und er hatte erst jetzt, glaube ich, letztes Jahr über den Europäischen Gerichtshof eben Recht bekommen. Mhm. Also er hatte so praktisch Jahrzehnte, die Karriere war eh schon versaut, ja. Ach so. Jahrzehntelang und so hat er eben Recht bekommen über den Europäischen Gerichtshof. Und die haben im Endeffekt das Schweizer Urteil außer Kraft gesetzt. Wie das jetzt politisch geht, weiß ich nicht, aber irgendwie scheint es irgendwie gegangen zu sein. Mhm. Ja, wir sind unterstellt. Ja, weiß ich nicht, aber weiß ich nicht, ob das gut ist, aber in dem Fall war es vielleicht gut, weil es ist tatsächlich so, dass die Tierversuche jetzt keine guten Versuche waren, was das Mikrowellenfutter betrifft. Also man dürfte eigentlich keine Nahrung mehr anbieten, die über die Mikrowelle erhitzt worden ist. Das ist das eine. Das zweite ist allerdings, dass diese Mikrowellenherde, ja, die ja von den Deutschen übrigens erfunden worden sind damals. Ich glaube, um die Lebensmittel warm zu machen, an die Front zu bringen, oder? Ja, es nannte sich damals das Magnetron. Und da wird ja praktisch WLAN-Strahlung erzeugt in hoher Dosis und die führt eben dazu, dass innerhalb von Mikrosekunden das Gewebe sich erhitzt. Mhm. Reibung, weil die Wassermoleküle so schnell, nämlich 2,4 Gigahertz, pro, also praktisch pro Sekunde, werden die hin und her
schüttelst die hin und her und das macht natürlich so viel Wärme, dass es sofort zerbrät. Und, übrigens, und noch, das war eine Zufallsentdeckung, habe ich mal gelesen. Es war grundsätzlich eine Radarentwicklung 1935 und aus Zufall hat man gesehen, dass man Lebensmittel damit aufwärmen kann. Ja, wie für vieles kam halt aus dem Militär. Die Deutschen haben es aber nicht weiter verfolgt, weil sie gesehen haben, dass es eigentlich ein Scheiß ist und auch gefährlich. Die Amerikaner haben es dann übernommen und haben es dann praktisch den Mikrowellenherd als erste auf den Markt gebracht, wie so vieles. Also man nennt, was die Amerikaner so Gutes alles schon gebracht haben der Menschheit, das ist ja fulminant. Also auf jeden Fall, das war der Mikrowellenherd auch. Und dann hat man den eigentlich immer mehr proklamiert und dann eben auch durch die Schnellkost, also Fertigpizza, Fertigburger, Fertiggerichte, immer schnell, schnell. Man hat da keine Zeit mehr zum Essen, sondern man muss ja alles schnell mal da rein und das innerhalb von 1-2 Minuten aufwärmen, ist natürlich super. Die Leckstrahlung ist allerdings extrem hoch, sodass auch Leute, die jetzt eben Köche, die viel mit Mikrowellenherde arbeiten, auch ein höheres Risiko haben, da Krebs zu entwickeln auch. Das heißt, diese Käfige sind keine, die sind nicht dicht, diese faradäischen Käfige? Man darf, es darf eine gewisse, bei der Tür darf eine gewisse Leckstrahlung haben und die war ja, wie gesagt, in den 80er Jahren schon in Russland sozusagen 20.000 Mal, also UdSSR, 20.000 Mal geringer wie im Westen. Und diese Strahlung, man kann das auch messen, ganz locker mit normalen Messgeräten. Und das kann man über viele Räume hinweg messen. Das geht da locker durch jede Mauer durch und durch jedes Glas durch und so. Das heißt, das ist nicht so, dass eine Mauer einfach ein Widerstand dagegen wäre. Und es ist auch mal passiert eben, dass wo der Notschalter von der... Normalerweise ist es so, wenn die Tür auf ist, dann darf das Ding nicht angehen, weil das wäre ja fatal. Mhm. Und das war ist auch schon mal eben passiert, dass die Tür nicht ganz geschlossen hat und trotzdem dann eben angegangen ist und der Koch, der da vorne dran gestanden ist, der ist sofort tot umgeflogen und das Herz war zerkocht. Das Herz war praktisch komplett zerkocht. Der ist praktisch an Herzversagen gestorben, weil das Herz verbrutzelt war und der stand praktisch davor. In Herzhöhe sozusagen, weil der Ofen eingebaut war in der Küchenzeile im Hotel. Und das andere Lustige, also lustig ist es ja nicht, aber was anderes Lustiges jetzt mal, in den USA hat eine Frau Recht bekommen, eine Hundebesitzerin, die hat ihren nassen Hund, der klein war. Zum Trocknen. Den hat sie zum Trocknen praktisch einen Mikrowellenherd gemacht und der ist natürlich dann sofort gestorben. Da fragt man mich, wo die Intelligenz manchmal geblieben ist. Ja, das war eine japanische Firma, dieser Mikrowellenherd, soweit ich weiß. Und die hat dann gegen geklagt auf Schadensersatz und so. Und die hat echt Recht gekriegt, weil mit dem Argument, dass eben auf der Betriebsanleitung nicht steht, dass man seine Hunde nicht trocknen soll im Mikrowellenherd. Mhm. Es ist schon verrückt, wie blöd die Menschheit mittlerweile geworden ist. Aber diese Mikrowellenherde, wie gesagt, aus medizinischer Sicht sind die nicht sehr gut zu empfehlen. Ne? Was passiert jetzt außerhalb des Lecks, wenn ich jetzt zum Beispiel nur Wasser habe? Ich koche ein Glas Wasser, um daraus einen Tee zu machen. Ist dieses Wasser... Also wie gesagt, das Wasser wird halt von der Cluster her, von der natürlichen Struktur her, wird halt, sieht anders aus. Man weiß auch, dass die Nahrungsmittel andere Nahrungsmittel sind. Da werden mehr Radikale zum Beispiel erzeugt. Die Lipide, gibt es Peroxidradikale, die gibt es eben beim normalen Kochen bei 100 Grad eben nicht. Das ist ein Nachteil. Es gibt auch diese Bilder von Masuro Emoto, der ja verschiedene Wasser untersucht hat und Kristallographie gemacht hat. Und diese Bilder sehen natürlich ganz anders aus, wenn ein Wasser unter Mikrowellenherd erhitzt worden ist. Aber jetzt unabhängig von dem, darf ich mal kurz noch? Entschuldigung. Es gibt einen Versuch mit Kressesamen, also mit Genau, Kresse. Das wollte ich gerade sagen. Das habe ich auch schon im Jahre 2006 auf einen Vortrag gebracht, wo ich auch zum Thema Mobilfunk was gesagt habe. Wo einer der ersten Ärzte war praktisch damals. Und das ist so, wenn man dann halt mit Mikrowellenwasser erhitztes Wasser und dann wieder abkühlt und dann praktisch die Kresse tränkt, dass die Kresse dann mit der Zeit abgestorben ist, während die mit normalem Hitze gekochtes Wasser und wieder abgekühlt, getränkte Kresse nicht abgetötet wurde.
Übrigens, die Kresse geht auch kaputt in Nähe von WLAN-Sendern. Da gibt es einen interessanten Versuch von einer Schule, die hat da einen Preis gekriegt, Abschlussarbeit. Und wenn Kresse keimt in der Nähe von einer WLAN-Box, dann überleben, dann gehen die ein, während die Kresse, die nicht neben der WLAN-Box war, geht die nicht ein. Genau. Aber also, lass jetzt doch bei den Kresse kurz bleiben. Was ist dein Erklärungsmodell? Ich meine, eigentlich, wenn ein Kresse mit Wasser getränkt wird, das aus der Mikrowelle kommt, geht die Kresse kaputt und auf der anderen Seite mit normalem Wasser geht es weiter. Das muss doch eigentlich im biologischen System eines Menschen dasselbe machen, oder? Ja gut, offensichtlich, so schnell geht es natürlich nicht beim Mensch. Also ja, wenn er dann halt in 20 Jahren, keine Ahnung, einen Darmkrebs oder einen Lungenkrebs kriegt, dann wird er das nie mehr auf die Mikrowelle schieben können. Und wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Also von dem her wird das wahrscheinlich nie so anerkannt werden, weil es noch ganz andere Sachen gibt. Aber im Endeffekt hat es, so wie der Tierversuch ja auch gezeigt hat, bei der mikrowellenveränderten Nahrung, die waren ja auch nicht direkt vor dem Ofen gestanden und haben die Mikrowellenstrahlung abgekriegt, die Versuchstiere. Aber trotzdem haben sie das Futter gekriegt, was in der Mikrowelle erhitzt wurde. Und es gab Veränderungen, organische Veränderungen, die nicht positiv waren. Von daher muss da was geschehen. Es scheint so zu sein, dass verschiedene Cluster verändert werden im Wasser, die eben negativ wirken können. Aber das ist jetzt ein Bereich, wo ich selber jetzt nicht der unbedingte Fachmann bin. Da hast du schon andere Leute da gehabt, die da wahrscheinlich jetzt mehr Erklärungsmodelle bringen können. Unabhängig davon, also ich persönlich, und ich sage es an meine Patienten, und es steht auch in meinen Büchern, es gibt noch andere Bücher, nicht nur dieses 5G-Buch, rate den Leuten ab, dass nicht Nahrung gegessen wird, die mit Mikrowelle erhitzt wurde. Aber gehen wir nochmals in die Nahrung rein. Sagen wir mal, wir kaufen uns für unser Baby ein richtig hochwertiges Bio-Müsli, wo alles wunderbar drin ist, mit ganz viel Energie und Vitaminen, also wirklich etwas Hochwertiges. Und das müssen wir jetzt aus 37 Grad erwärmen und stellen dieses Döschen natürlich für 30 Sekunden in die Mikrowelle. Was ist dann noch da drin? Also wie gesagt, rein biologisch gesehen gibt es eben Fettsäureradikale. Es gibt also praktisch, es werden Substanzen, die schlussendlich giftig sind für die Zellen, erzeugt in dieser Nahrung, in diesen Fetten, in diesen Eiweißen. Dazu kommt, dass die Vitamine und die Mineralstoffe wahrscheinlich nicht mehr so gut resorbierbar sind oder teilweise halt zerstört werden. Noch mehr wie beim Kochen, wobei da gibt es auch andere Studien, die zeigen, das würde jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied machen. Und eine Sache, die jetzt oft vernachlässigt worden ist, ist, dass das nicht gleich durchgegart wird. Oder es gibt ja auch Stellen, die jetzt zum Beispiel nicht so wasserhaltig sind und die werden eben nicht so heiß. Und gerade im Falle von milchhaltigen oder auch Hähnchen oder fleischhaltigen können dann eben Mikroorganismen wie zum Beispiel Campylobacter, die nicht toll sind im Magen-Darm-Bereich oder auch Autoimmunerkrankungen auslösen können, dass die eben überleben und dass man dann auch Salmonellosen kriegt, obwohl man durchgebratenes Hähnchen aus dem Mikrowellenherd essen würde. Und jetzt unabhängig davon, die negativen Effekte des Mikrowellenherdes außer Betracht lässt, ist trotzdem die Infektionsgefahr noch da. Von daher würde ich empfehlen, da nicht, aber es wurde natürlich dann auch nicht so viel Forschung gemacht zum Thema Mikrowellenherde. Und was jetzt am Menschen, ob da freie Radikale und so weiter hochgehen, wir erreichen diese Tierversuche, die ich gesehen habe, und das führt dazu, und ich weiß, dass die Strahlung selber an für sich schädlich ist. Und selbst im Raum, wenn man so einen Mikrowellenherd betreibt, dass die Strahlung viel zu hoch ist, als dass es gesund zu bewerten ist. Also dass mein dringender Rat ist, diese Mikrowellenherde und auch das Futter daraus nicht zu verwenden. Ja, es hat sich überall etabliert. Ich meine, in jeder Mensa steckt die drin, damit man das Essen nochmals kurz aufwärmen kann, damit man auch, ja, überall, es ist, ich staune nur, wie sich das etabliert hat. Ich habe gelesen, 97% aller amerikanischen Haushalte haben eine Mikrowelle zu Hause. Wie bei uns in der Schweiz oder in Deutschland ist, weiß ich nicht, aber gehört eigentlich zu einer guten Küche, gehört eine Mikrowelle. Weiß ich jetzt momentan auch nicht. Also ich weiß nur, dass die Amerikaner, obwohl sie das teuerste Gesundheitssystem der Welt haben, trotzdem mit dem schlechtesten Gesundheitszustand der Welt haben. Mhm. Auch die Kindergesundheit ist eine Katastrophe, der plötzliche Kindstod sogar ein Riesenproblem. Und
eben die Lebensdauer, die durchschnittliche Lebensdauer ist dort noch viel schneller runtergegangen, wie jetzt bei uns. Von daher ist nicht so, ich meine, die Leute, die Amerikaner, die man so im Fernsehen sieht, das sind halt so die Hollywood-Stars im Endeffekt und so, aber die haben ein ganz anderes Leben. Ich kenne da auch einige Leute, die da sich vieles leisten könnten und die sind aber voll auf dem Biotrip und die haben keinen Mikrowellenherd und trinken Grassäfte morgens und da leben in Gegenden, wo keine Strahlung ist und haben abgeschirmt und ihre Kinder, die dürfen keine elektronischen Medien benutzen, selbst in den Schulen, wo sie sind, ist das verboten, auch kein Tablet-PC und so weiter, während für die Allgemeinheit das sogar erzwungen wird und da biologisches Haus, das ist Baubiologie ist ein anderes Thema, welche Materialien zu Hause und da sind die voll drauf und haben dann auch mit die besten Ärzte weltweit, die eben auch Naturkunde machen, obwohl offiziell die Naturkunde massiv kaputt gemacht wird und weil das halt gewisse Interessen zuwider ist, dass man die Menschen ganzheitlich heilt und damit sie nicht auf Medikamente abhängig sind, sondern trotzdem benutzen diese reichen Menschen genau das. Ja. Also unter anderem auch Homöopathie. Ich bin jetzt kein Homöopath, aber ich weiß, dass es genug gibt, die genau das benutzen. Auch die Ernährung, 100% ökologische Nahrung. Und dann wundert man sich immer, wenn dann so Studien rauskommen, die zeigen, ja, Leute, die untere Einkommensschicht, ja, die sind immer kränker, sterben früher an Krebs, sind eher depressiv, machen eher Selbstmord, haben eher Herzinfarkt, sind eher fetter, haben eher Diabetes, also haben eher Autoimmunerkrankungen, haben eher Asthma, als die, wo etwas besser gestellt sind. Ja, der Unterschied ist, weil erstens, die haben eine andere Nahrung. Die Leute, wo besser gestellt sind, das sind viele, wo eben in den Biomarkt gehen und sich ökologisch ernähren. Oder sogar dahin ziehen, wo es eben ökologisch ist. Ich kenne einige Firmenchefs, die halt wirklich irgendwo hingegangen sind, wo wirklich absolut biologisches Umfeld ist, unschädlich. Ja. Ja, klar. Teilweise in Südamerika, teilweise in Neuseeland, teilweise in Deutschland. Die haben ihren Platz, wo sie sich wohlfühlen können, für ihre Kinder und für ihre Nachkommen auch. Mhm. Abgeschirmte Bettplatz zum Beispiel vor Strahlung und so weiter und so fort. Wenn sie ins Internet gehen, natürlich WLAN überhaupt nicht. Ja. Ist ein absolutes No-Go. Selbst mit die reichsten Familien hier in Deutschland haben ihr Haus abgeschirmt und haben im Haus überhaupt nichts, was strahlt. Weder Smartphone noch Schnurlostelefon noch WLAN. Weil das muss man natürlich auch wissen, wenn man ein Haus hat, was abgeschirmt ist und da drin anfängt zu strahlen, dann ist das wie, wenn man eine Taschenlampe anmacht im Spiegelsaal, dann das wird alles zurückreflektiert, dann hat man noch mehr, oder? Ja, logisch, klar, nicht zu Ende gedacht. Ja, genau. Ja, bei der Ernährung hast du noch schön gesagt, das ist auch bei uns in der Schweiz, ein Apfel kostet mehr als eine Tafel Schokolade. Also sich gesund ernähren, und das habe ich in Amerika auch mal gesehen, überall Hamburger für, weiß ich nicht, 40, 50 Cent, oder? Und da hast du mal eine Banane oder einen Apfel gesucht, das war schon schwierig zu finden und dann war es noch teuer. Oh je. Naja, von dem her wundert mich ja das gar nicht, oder? Genau. Kannst du vielleicht abschließend noch vielleicht eine Studie zitieren, die gerade geläufig ist zum Thema Mikrowelle? Ja gut, das sind halt die von Planck damals in den 80er Jahren von der Universität Lausanne, die eben diese Tierversuche gemacht haben mit Mikrowellenernährung. Die haben 50% der Nahrung war gekocht, einerseits entweder normal gekocht oder eben mit Mikrowellen gekocht. Und der Unterschied war schon verpannt. Also die Tiere, die Mikrowellennahrung bekommen haben, haben krebsartige Veränderungen im Blut und so und auch im Gewebe gefunden. Und die Tiere waren auch anders drauf als jetzt eben die Tiere, die jetzt eben konventionell gekochtes Nahrung, gleiche Nahrung bekommen haben. Und wieso werden diese Diskussionen nicht geführt über diese Ergebnisse? Was machen diese Ergebnisse mit Tieren, wenn man es jetzt bei uns Menschen anschaut? Es ist halt nicht sehr einträglich für einen Wissenschaftler. Erstens kriegt er keine Forschungsgelder dafür, für eine Studie, um die Schädlichkeit von einem Produkt zu beweisen, wo viel Geld umgesetzt wird. Weltweit. Ich verstehe es nicht. Müssen wir dann irgendwie eine Mikrowelle-Pandemie auslösen, damit dann sich der Staat um dieses Thema kümmert? Das macht er ja jetzt. So, sagen wir so rum, eigentlich sind es ja gar keine Mikrowellen. Ne? Das sind ja eher Dezimeterwellen. Ja?
Jetzt im 5G-Bereich, da kommen wir praktisch in den Millimeterbereich, aber im Mikrowellenbereich sind wir da auch noch nicht. Wir kommen in den Millimeterbereich. Warum die Mikrowellen, das ist eine falsche Bezeichnung schlussendlich. Aber nochmal zurück, natürlich müsste man eine Mikrowellen, überhaupt Funkwellenpandemie auslösen. Und wenn die Regierung die Bevölkerung nicht schützt, sondern praktisch das in Kauf nimmt, dass Tausende und Millionen krank werden und sterben dadurch und auch die Arten, also Insekten, Vögel und so weiter, sterben oder krank werden oder weniger werden, dann muss man entweder eine andere Regierung wählen oder andere Parteien wählen im demokratischen Bereich, oder wenn es Diktatoren sind, muss die Regierung muss einfach ersetzt werden von Leuten, die weise sind und für die Umwelt und für den Menschen regieren und nicht gegen die. Das gilt für vieles, nicht nur für die Mikrowelle. Ja, leider. Lieber Joachim, ganz herzlichen Dank. Schließen wir dieses Thema Mikrowelle hiermit ab. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben da alles mal gesagt. Wir wollten Ihnen heute einfach eine andere, oppositionellere Sichtweise darlegen über Studien, die es halt einfach mal gibt, und über diese Russen in Russland, die es ganz anders handhaben. Auch die haben Wissenschaftler und auch die denken irgendetwas zum Wohle ihrer Bevölkerung. Und wir in Europa hören einfach immer so wenig von Russland oder von anderen revolutionären Wissenschaftlern, sondern wir tun einfach sehr vieles in Bezug auf das Geldverdienen. Ich muss es leider einfach sagen, es ist so vieles einfach geldverdienensmäßig orientiert, kurzfristig gedacht und nicht zu Ende gedacht, oder? Tabs Ach, es geht mir heute gut. Ja, wir sind halt moderne Sklaven des Geldes. Ja. Man braucht uns gar nicht mehr einsperren und überwachen. Wir rennen ja praktisch wie die genauso nach Plan, aufgrund dessen, dass man immer hinterm Geld herrennt. Ja. Klar, wie die Lemminge. Weißt du, als traurig ist einfach, vieles kann man ja auch in Eigenpräventionmaßnahmen ja eigentlich noch steuern, wenn man ein bisschen selber studiert. Aber irgendwo hört es dann auch auf. Meine 5G-Netz über die ganze Erde, Mobilfunknetz, ganze Erde, X-Space-Satelliten von oben runter, Feinstaubbelastung, Cadmium da, die ganzen Pestizide, alles, was du da auch schon oft zitiert hast, die immer die gleiche Leier, da kannst du und ich nichts mehr machen, oder? Nee, da können wir nichts mehr machen. Also wir können halt, wie gesagt, so gut wie es geht, selber nicht nutzen, und dann eben auch politisch leider tätig werden, obwohl wir da eigentlich in der Demokratie unsere Volksvertreter ja gewählt haben und die hätten eigentlich das machen sollen. Aber durch das, dass der Lobbyismus bestimmt, wer was macht, dass die Regierenden ja gar nicht mehr aus sich heraus nach gesundem Menschenverstand regieren, sondern die regieren aufgrund der Zuflüsterung von mächtigen Lobby. Im Endeffekt kann man denen ja auch nicht die Schuld geben, der Regierung. Die handeln halt wie Marionetten, und wenn sie das nicht tun würden, wären sie nicht in der Regierung. Also es ist einfach immer das gleiche Spiel. Die haben ja auch Annehmlichkeiten, wenn sie die Aufträge erfüllen, ihre Auftraggeber. Und vielleicht in vielen Fällen wissen sie es auch gar nicht, weil sie falsche Berater haben, die wiederum finanziert sind von der Mobilfunkindustrie. Mhm. Also zum Beispiel Bundesamt für Strahlenschutz in Deutschland, oder? Das ist, die sind im gleichen Gebäude wie dieser private Verein, der die Grenzwerte festlegt. Mhm. Teil ist ja sogar das Sekretariat, also das ist unglaublich. Ja? Unglaublich. Also das ist sogar noch offen, also ich meine, eigentlich müsste es eine Revolution geben, aber die Leute sind halt wahrscheinlich durch die vielen Gifte im Gehirn, das Gehirn ist ja auch eine Sondermülldeponie heutzutage, Mensch. Und die viele Strahlung, die das Gehirn ja auch nicht unbeeinflusst lässt, also negativ macht, dass die einfach auch nicht mehr durchblicken können. Das ist ja das Schlimme, dass viele das gar nicht mehr kapieren können, weil die Resonanz nicht mehr, weil der Körper nicht mehr mitmacht. Und die Leute, die jetzt krank sind, das sind ja auch nicht die, wo die Politik verändern, weil die haben mit sich selber zu tun. Ja, verständlich. Ja, die versuchen sich selber über Wasser zu halten. Also, wie ist denn das normale Leben? Die Leute müssen arbeiten, damit sie Geld haben. Ja, das heißt, man arbeitet, um zu leben, obwohl es eigentlich umgekehrt sein müsste. Man lebt vielleicht, um zu arbeiten oder zumindest mal das zu machen, was man gerne macht. Also die Arbeit muss ja nicht unbedingt schlecht sein, die kann ja auch Erfüllung sein. Und,
Und dann sind sie halt krank, weil sie in dem System automatisch krank werden, weil es genug Fallen gibt, wo sie einfach reintappen. Die wissen es einfach nicht, essen das Falsche, kaufen das Falsche, benutzen falsche Konsumgüter, die alle krank machen. Und wenn es das Smartphone ist oder wenn es die Kunstfaserhose ist und wenn es die Kunstfasermaske ist und wenn es die Kunstfaserbettwäsche ist oder die Kunstfaser oder selbst die E-Bikes, die mittlerweile mit WLAN arbeiten, dann hocken sie auf dem E-Bike und meinen, sie tun was Gutes für die Gesundheit und strahlen sie voll und die Umwelt noch dazu. Also die viele sind halt nicht, die sind einfach nicht informiert und wie sollen sie auch? Und die Medien bringen das nicht. Ich meine, warum machen wir jetzt dieses Interview bei deinem sozusagen Privatfernseher, wo wir nicht mal wissen, ob wir jetzt noch zensiert werden oder nicht. Und aber eigentlich wäre das total unnötig, wenn wir eine freie, wenn die Medien wirklich investigativ wären, wie es eigentlich zumindest mal nach dem Zweiten Weltkrieg in den deutschen Medien der Auftrag war. Und deswegen ja die Leute auch Gebühren zahlen. Über 8 Milliarden Euro geht in Deutschland alleine für diese, ich sag mal, Staatsmedien, für die öffentlich-rechtlichen Sender rein. Und dann muss man sich fragen, wieso kommt da nicht die Wahrheit über das, was krank macht und das, was gesund macht? Warum braucht man da einen Extra-Kanal? Warum braucht es Extra-Ärzte? Ja, das muss man sich dann schon fragen. Und dann fragt, warum fragen sich die Leute nicht, ja, wir sind jetzt so weit, dass der Planet in 20, 30 Jahren hops ist, wir müssen zum Mars. Ja? Ja, warum ist der Planet hops? Ja, warum ist er hops? Ja, weil wir eine Landwirtschaft haben, das ist der größte Faktor, was den Planet kaputt macht, wo Gifte streut, wo falsch macht, wo Massentierhaltungen macht, wo das Wasser verseucht, wo miese Nahrung macht, wo die Insekten kaputt macht, dann haben wir den Funk, dann haben wir das Mikroplastik. Wir haben dieses alltäglichen Sachen, dass immer noch mit Öl Autos umfahren. Wir könnten wirklich hier wie im Paradies leben auf dieser Erde, aber offensichtlich gibt es da keine Bestrebungen, das zu tun. Also von oben denke ich mal für den normalen Menschen, das ist jetzt so die Essenz aus der Geschichte, jeder muss selber so gut er kann eben anpacken. Und wenn es aber so ist, dass die jetzt von uns von oben die ganzen Satelliten bestrahlen und dann noch Löcher reinbrennen in die Ionosphäre rein und dann die kosmische Strahlung runterkommt, dann sind wir überfordert, dann wäre natürlich nur noch eine Bunkerstadt interessant, ja. Vielleicht gibt es auch Leute, die das schon gemacht haben, aber das kann sich ein normaler Mensch eben nicht leisten, dass er mal ein paar Wochen sagt, da geht es unter die Erde und übersteht die kosmische Strahlung und schaltet dann irgendwann das Zeug da oben ab. Und wenn dann alles vernichtet ist hier, kommt er wieder hoch und tut über die Samenbanken alles wieder ansetzen und hat noch das Paradies hier. Das kann natürlich, weiß ich nicht, aber wir können nur das machen, was wir machen können. Das ist schon relativ viel und meine Intention ist schon, dass man versucht, zumindest mal im kleinen Kreis auch andere Leute aufklärt. Ich mache sie auch kostenlos. Ich kriege für die Sendung jetzt auch nichts, höchstens nur irgendwelche Shitstorm oder sowas, die wieder angeleitet sind von der PR-Agentur, die wiederum gezahlt werden von der einschlägigen Industrie, die eben da das nicht haben will, was ich da erzähle. Ja, die sind da gut informiert. Die haben, weiß ich schon, wie das funktioniert, auch auf Bali und so. Also die, aber wir müssen halt so gut wie möglich da durchgehen und nicht alles unkritisch übernehmen. Man soll nicht immer alles glauben, was von oben herabkommt. Das hat man im Dritten Reich in Deutschland auch gesehen. Die Leute waren zu leichtgläubig. Die haben einfach Hitler geglaubt. Die haben geglaubt, dass die Juden, weil das Robert-Koch-Institut dummerweise da festgestellt hat, dass die Juden ja gar keine Menschen sind nach der Abstammungsgenetik her, sondern dass die eher zum Tierreich zuzurechnen sind und deswegen lebensunwertes Leben ist und sozusagen das sozusagen tatsächlich, dieser ja. Schwachsinn habe ich jetzt noch nie gehört. Tatsächlich? Ja, schon, natürlich. Ei. Das war ja praktisch die offizielle, auch für die Ärztekammer. Ach, das wusste ich nicht. Die Ärzte haben ja mitgemacht. Die Ärzte waren mit die Ersten, wo mitgemacht haben damals. Das war die Legitimation, dass man die Bevölkerungsreduktion macht, indem man die Juden sozusagen ausrottet. Und in zweiter Linie wollten sie ja die Krüppel und die Behinderten und die Geistesgestörten. Das wurde ja auch zum Teil schon gemacht. Also das ist ein ganz trauriges Kapitel und das hat man halt so. Aber eben, ist ja, dass die Machthaber und Mittelalter und so schon immer böse waren und denen es egal war, ob ein Bauer im Krieg gestorben ist oder sonst irgendwie vor Hunger gestorben ist, als Hauptsache, die sind an der Macht geblieben. Das ist klar.
aber dass die Leute immer wieder mitmachen, das ist das Traurige. Also man lernt, obwohl man so viel Geschichtsunterricht hat, man lernt aus der Geschichte nicht, auch jetzt nicht. Und wir brauchen gar nicht so blöd, uns auf die Schulter zu klopfen. Also meine Generation und ein bisschen früher, da haben wir uns in der Schule weiß gemacht, naja, wir sollen mal unsere Eltern zur Rechenschaft ziehen, weil die haben nämlich im Dritten Reich, das waren Mittäter, ja. Wir sollen die zur Rechenschaft ziehen. Ja, warum habt ihr mitgemacht? Wieso habt ihr mitgemacht? Wieso seid ihr in die NSDAP? Warum seid ihr in die Hitlerjugend reingegangen? Wenn sie nicht reingegangen sind, dann haben sie Repressalien gekriegt. Und ich meine, das waren nicht alles die Helden. Die haben einfach mitgemacht. Die haben die Schnauze gehalten und haben mitgemacht, ja, weil es der einfachere Weg war. Trotzdem war es der schwere Weg, weil wie viele Millionen auch Deutsche hat es gekillt durch diesen Krieg, der unnötig war und der falsch war. Und genauso wie viel Juden hat es gekillt. Und ich denke, aus dem müsste man auch in gewissen Staaten, in aktuellen Zeiten lernen. Und deswegen sollte nicht jeder der Mitläufer sein und einfach nur mitmachen, weil alle mitmachen. Danke vielmals, lieber Joachim. Das war's für heute. Ganz herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war angefangen zum Thema Mikrowelle. Haben wir jetzt da geendet bei einem Geschichtsunterricht, was für mich jetzt auch ganz, ganz historisch und auch gleich zeitgemäß ist, weil wenn man heute die Parallelen sieht, wie schnell wir doch immer wieder alles glauben und alles tun und heute gehört haben, wie es doch ja auch die Geschichte uns schon gezeigt hat und die Parallelen ich mir so vor Augen führe, dann komme ich einfach ins Studieren und ins Nachdenken. Und genau das soll auch das Ziel dieser Sendung sein, Sie zum Nachdenken anzuregen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zu einem anderen Mal und auf Wiedersehen miteinander.